Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Oh mein Gott, wir müssen ja direkt wegrennen. Ach du Scheiße. Ja, wir wurden gerade erwischt. Gut. Wir müssen wohl neu laden. Also, wir müssen jetzt... Wir haben ja erfahren, dass die Quintessenz von unserem Land gestohlen... Also, wir haben... Unser Land hat es einem anderen Land gestohlen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Prio oder sowas. Und ja, hat auch noch Krieg angefangen. Und wir sind gerade auf der Flucht mit Orden und der Schwester. Und ja, wir müssen jetzt abhauen vor den Soldaten. Und das sollten wir mal schnell tun. Ich weiß gar nicht, wo wir hinrennen sollen. Nach unten nicht? Vielleicht hier rein? Okay. Was erwarten die denn jetzt von uns? Ich habe gerade nicht so wirklich Ahnung. Also, wir können ja nirgendwo hin. Also irgendwie weiß ich nicht, was die gerade wollen. Hä? Wir sollen doch eigentlich vor denen wegrennen und uns nicht erwischen lassen, aber wir können nirgendwo hin. Sollen wir uns vielleicht hinter der Wand verstecken? Nein. Ich bin gerade etwas unschlüssig, was ich hier tun soll. Ach, hier. Moment. Ah, okay. Gut. Wir sind an den ersten Wachen vorbei, aber das... verdammt. Da kommen die nächsten. Und wir starten wieder von vorn. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr beeilen. So, hier schneiden wir vorbei. Ich denke mal, die kommen hier wahrscheinlich einfach in einer Tour immer wieder lang. Vielleicht warten wir hier erstmal, bis die anderen Soldaten wieder vorbeilatschen. Und gehen dann eins höher. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auf die linke Häuserseite. Okay, die spawnen nicht, wenn wir da nicht lang gehen anscheinend. Oh Gott, wir kommen hier nicht rum. Okay, da sehen wir den Radius. Okay, wir sind nicht im Radius. Wir können eins höher. Oh Gott. Ich wette, hier kommen jetzt gleich wieder welche. Okay, wir müssen hier anscheinend erst anschalten. Oh Gott, nein. Wer ist das denn jetzt? Oh, und wir fangen natürlich wieder vorne an. Oh, ärgerlich. Okay, diesmal glaube ich, weiß ich, wo ich hin soll. So schwer ist es gar nicht, wenn man erstmal gecheckt hat, dass der rote Radius der Radius ist, in dem man nicht rein darf. Kriegen wir alles hin. Okay, die hätten wir wieder. Jetzt frage ich mich echt, wo wir hin sollen. Das passt zeitlich nicht. Irgendwie weiß ich gerade nicht so richtig, was die jetzt erwarten. Wow. Okay, haben wir es geschafft. Hui. Aber die hätten wir noch umboxen können, also ganz ehrlich. Oh mein Gott. Na? Okay, da läuft anscheinend eine Person einfach von links nach rechts. Ganz schön schnell. Moment, das gucke ich mir jetzt erstmal kurz an. Okay. Wow, okay, das war nicht so schwer. Okay, und wir dürfen speichern. Finde ich gut. Ich speichere mal hier auf dem letzten Platz. Huch, oh mein Gott. Ah. Oh, ich kann so eine Sachen echt nicht leiden. Können wir jetzt einfach hier die ganze Zeit? Nein, können wir natürlich nicht. Ah, oh mein Gott, der kommt hierher. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn er jetzt hier hochkommt, dann sind wir... Ja. Okay, der geht wieder zurück. Gut. Okay, jetzt können wir hier hoch, denke ich. Und ich wette... Ja. Okay, wir können hier rein. Oh mein Gott, der kommt zu nah. Oh mein Gott. Huch. Okay, den hätten wir. Da kommt aber bestimmt jetzt nochmal einer, oder? Nee. Oh mein Gott. Oh, genau reingelaufen. Ja, das ist ärgerlich. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Okay, ist aber nicht so schwer hier. Das schaffen wir. Das sollte jetzt sofort klappen. Hier kommen wir leider nicht lang. Okay, den warten wir kurz ab. Da kommen wir weg.
4 wieder ein. Von dem verstecken wir uns einfach wieder. So. Und jetzt war es ja, glaube ich, hier derjenige. Huch. Wie, bleibt er jetzt da stehen? Nee, gut. Okay, aber. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das hört sich hier so melodisch so an, als wären wir jetzt durch. Ah, ich kann sowas echt gar nicht leiden. Das erinnert mich so... Uff, was ist denn das da? Achso, ein Pfeil. Okay. Das erinnert mich total an damals an Zelda, wo man mit Link halt durch den Schlosspark muss, also Ocarina of Time. Also das mag ich gar nicht. Ich will einfach nur kämpfen und dann mich durchschlagen. Das ist mir viel lieber. So, wir haben es zur Mauer geschafft. Ich mag diese kleinen Sequenzen, die sind echt schön. Bruder, du hast es geschafft. Ja, aber wir sind immer noch in Area. Richtig. Hey, die hat uns ein Loch gegraben. Oder auch nicht. Hinter diesen Wänden. Bist du sicher, dass du es machen willst, Bruder? Ey, dein Reichtum, deine Berühmtheit, dein Fame. Für das. Ja, das ist das Beste. Aber ich... Es tut mir leid, dass du mitgehen musst durch das Ganze. Ich bin froh, wenn ich bei dir bin, Bruder. Das reicht mir. Okay, na dann. Hast du die Quintessenz dabei? Nee, die habe ich jetzt vergessen, die Quintessenz. Ach verdammt, wir müssen wohl nochmal zurück. Nein, natürlich nicht. Aber schön, wär's. Okay. Okay. Wir haben uns jetzt als Schutz einfach mal verwandelt durch einen Zauber. Schön. Deswegen sehen wir jetzt auch ganz anders aus. Ich drücke hier gerade nichts, falls ihr euch fragt, warum das so schnell geht. Tja, sorry, Naira. Ja, haben wir sie einfach mal im Stich gelassen und sind gegangen. Aber wir hatten ja auch keine Wahl. Wir müssen ja die Quintessenz in Sicherheit bringen. Damit wären wir am Ende unseres Rückblicks. Ja, die nächsten Monate wanderten wir einfach von Ort zu Ort. Einfach nur weg von Area, so schnell und weit wie möglich. Ja, und dann kam der Winter. Oh, sie waren in einem Sturm gefangen. Okay. Ach, schön. Okay, die konnte nicht mehr laufen, weil ihre Beine fast erfroren sind. Sie mussten sich kurz niederlassen. Ja, und wir haben die beiden tatsächlich gerettet und in das Dorf gebracht. Okay. Schön. Die beiden sind uns natürlich dankbar. Also hoffe ich mal, dass uns jetzt hier nichts passieren wird durch die Blonde da. Und warum habt ihr mir das alles nicht vorher gesagt? Hättest du uns dann noch gerettet, wenn du das alles gewusst hättest? Ja... Aha, das ist ein Orphan-Camp, okay. Das ist ein Waisen-Camp. Ich hab's wahrscheinlich gerade falsch übersetzt. Ja, der Stärkste überlebt. Gut, wenn man das so sehen möchte. Huch, was ist mit Kairo schon wieder los? Ja, Kairo ist ja auch immer noch krank.
die denkt auch, die darf jetzt alles machen anscheinend. Okay, da gibt es noch ein bisschen mehr. Die Quintessenz, ja. Was ist mit der jetzt eigentlich passiert, frage ich mich. Zwei Arten von Gift waren darin, okay. Ja, das erste Gift entfernt. Aber das zweite anscheinend nicht. Okay. Also das Gift hat anscheinend die Kraft, dass der Körper dann eine abnormale Funktion bekommt. Und zwar ist er eigentlich ganz gut. Also der Reaktionsspeed wird anscheinend... Also, na gut. Vielleicht noch nicht so schön. Entschuldigung, dass ich gerade nicht so viel erzähle, aber die Story ist gerade sehr spannend, deswegen möchte ich da gar nicht so viel reinreden. Ja, ich und mein Bruder haben unser Schicksal akzeptiert und ja, wollen jetzt eigentlich nur peaceful life. Ja, sie wollten einfach nur ein ruhiges Leben jetzt führen. Okay, sie haben ein Subjekt ausgewählt zum Testen. Okay. Ja, gibt es eine Heilung für Kaire? Nee, anscheinend nicht. Okay, aber ja, die Quintessenz kommt da eigentlich woanders her und vielleicht gibt es da ja eine Heilung für Kaire. Tja, vielleicht haben die eine Antwort. Aber ob die einem da noch helfen wollen, ist halt die Frage, wenn man denen erzählt, dass man die Quintessenz von denen ja hat. Ja, eigentlich haben sie wohl ihr Schicksal akzeptiert, aber ja, er will wohl seine Schwester doch nicht einfach so dem überlassen. Ja, die Frage ist, stellt sich natürlich auch immer noch, was hat sie eigentlich jetzt mit Sera gemacht? Und wo ist die jetzt eigentlich abgeblieben? Okay. Ich glaube schon, dass wir Notiz davon nehmen, wenn sie nicht mehr da ist. Okay. Also, irgendwo lebt Sera noch. Okay, und sie wird uns helfen, sie wiederzufinden, unter einer Bedingung. Dann bin ich ja mal gespannt, was diese Bedingung ist. Wahrscheinlich müssen wir helfen, für Kaire das Gegenmittel zu finden, denke ich mal. Das würde zumindest den Anfang erklären, den wir durchgemacht haben, als das Spiel begonnen hat. Ja. Du wirst übers Meer zu dem anderen Land gehen und, ja, eine Heilung für die Quintessenz ausmachen.
Willst du sie jetzt zurück oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ist sie an einem sicheren Ort gerade? Kann ich nicht sagen. Aber sie lebt. Wahrscheinlich. Okay. Aber wir haben die nicht gesehen, glaube ich, da am Anfang. Da sah keiner so aus von den Frauen, die da waren, wie Serai. Kleiner Flashback. Anscheinend haben wir Serai mal irgendwas versprochen, woran wir gerade gedacht haben. Tja, ja, ich werde es tun. Wahrscheinlich haben wir ja versprochen, auf sie aufzupassen und ja, haben jetzt keine Wahl, als dorthin zu gehen und eine Heilung zu suchen. Okay, Kadian kommt mit uns. Ja. Dein Zustand wird immer schlimmer. Okay, er hat ein paar Gold, ja, Coins, Münzen noch übrig von der Flucht und will uns damit halt die Reise bezahlen. Und wir wollen los an einem Tag. Gut, dann so schnell, ja. Die Zeit fliegt nur so davon. Also von mir aus kann es sofort losgehen. Ich hoffe, das Spiel geht noch eine Weile. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so kurz ist. Wo gehst du jetzt hin? Jenny kommt doch ganz garantiert mit uns. Kommst du jetzt raus oder muss ich jetzt in die Hälfte zerschneiden? Ja, stimmt, der Typ ist ja auch noch da. Okay. Wann hast du mich bemerkt? Ja, der war anscheinend sehr leise. Ach, das ist Vigon und gar nicht der andere, okay. Den gibt's ja auch noch. Vigon, was machst du denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich nur das Fass zurück zur Küche bringen. Er war schon die ganze Zeit hier. Er hat alles gehört. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt einfach so gehen lassen können. Ja, Luna, er hat so ein bisschen mit... Ja, mit Zeugen am Leben lassen, nicht so. Wem sollte ich das denn erzählen, Saul? Achso, Saul, ja, seiner Schwester. Er würde in den Arsch gekickt kriegen, ja, ich glaube auch. Schön. Ah, ich mag diesen kleinen Humor. Okay, und Vigon möchte uns auch helfen. Also wir sind eine ganz schöne Truppe hier. Ja, er hat eine ganze Weile drüber nachgedacht. Nein, er hat es eigentlich nur unfreiwillig mitgehört. Kadian hat kein Problem damit. Okay, was auch immer. Hauptsache, wir finden das Gegenmittel. Ja, umso mehr, umso besser, würde ich auch sagen. Okay. Revier, bleib hier und guck nach Kaire. Okay. Ja, es ist mitten in der Nacht. Noch schlafen gehen, bevor wir uns schlussendlich auf die Reise machen. Entschuldigung, dass du jetzt mitten hineingeraten bist, Vigon. Er hat sich ja selbst hineingeraten eigentlich. Schon okay. Dinge passieren. Nebenbei
Ich könnte auch mal echt eine Auszeit von Saul gebrauchen. Wie willst du es ihr eigentlich erzählen? Anscheinend gar nicht. Juh, was ist jetzt? Wer ist denn das jetzt? Ist das gerade so? Ich kann es nicht sehen. Ah, okay. Ich glaube, die will doch nicht, dass er unbedingt geht. Ja, was tut ihr mitten in der Nacht und labert rum? Du solltest ihn nicht noch ermutigen. Ja. Ich habe überall geguckt, als ich schlafen ging. Du hast nach mir geguckt? Warum das denn? Ist das irgendwie seltsam oder bla? Ja, anscheinend schon. So viel Sorge ist der wohl nicht gewohnt. Siehst du, der Plan geht doch perfekt auf. Ja. Was für ein Plan. Jetzt komm endlich. Ja, den Plan wüsste ich jetzt auch gerne mal. Okay, mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, sie bringen Serai zurück. Aber wir waren doch am Schluss auch dabei. Ich verstehe gerade nicht, warum wir jetzt auf einmal hier bleiben sollen und uns um Kaire kümmern sollen. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich in unser Zelt, ja. Dann gehen wir mal schlafen, würde ich sagen. Huch, was ist denn hier los? Ich habe diese zwei Idioten bis hierher brüllen gehört. Okay, sie hat sich wieder verwandelt. Was denn? Du denkst und erwartest, dass ich hier bei dir schlafe, obwohl ich weiß, wer du bist? Okay, ist ja anscheinend egal. Nicht, dass du dich in der Nacht davor oder in der letzten Nacht darüber aufgeregt hättest. Ja, sie muss uns ertragen. Ich finde sie ein bisschen, ich weiß nicht, also ich kann sie noch nicht wirklich leiden. Ich möchte gar nicht mit der da neben schlafen, muss ich ehrlich sagen. Die ist mir ein bisschen zu abgehoben. Aber ich denke, es klärt sich auch alles noch auf, was da eigentlich das Problem ist. Das ist doch seltsam. Sowas würde doch nie passieren. Es ist doch eine friedvolle Zeit gerade. Heißt das, du willst nicht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Na gut, dann. Willst du? Ja. Ich verspreche es. Ja, was denn? Mann, wir sagen uns aber auch nie, was er verspricht. Ja, wir schlafen nicht bei ihr. Gut, wir schlafen auf dem Stuhl. Ja. So, jetzt würde ich ja gerne mal speichern. Wir sind schon ziemlich über der Zeit. Und der Morgen ist angebrochen. So. Dann sollten wir mal zu den anderen gehen. Wo ist die hin? Ja, das finden wir wohl gleich raus. Finden wir wohl gleich raus. Oh, Kapitel 3. Versprechen. Okay. Dann können wir jetzt bestimmt gleich speichern. Er hat sich gefragt, was der Plan ist. Gut.
Wir speichern jetzt erstmal und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.